wie man eben auch zu ihm steht, zu Rudolf Steiner. Fakt ist, er wäre am 27. Februar 150 Jahre alt geworden. Und seine Einflusszone ist auch heute noch gigantisch. Wir begegnen ihm in der biologisch-dynamischen Landwirtschaft, in der ganzheitlichen Medizin oder auch bei der organischen Architektur und natürlich in der Waldorfpädagogik, die in Zeiten des Erziehungsdrills besonders im Fokus steht. Während schon in vielen Kindergärten Leistungsdruck zu spüren ist, die Abiturienten in nur 12 Jahren zum Abschluss hecheln und chinesische Supermütter knallharte Erziehung empfehlen, wirkt Steiners Pädagogik ja geradezu paradiesisch. Es geht um den einzelnen Menschen, um die Entwicklung der gesamten Persönlichkeit. Jeden Morgen aufs Neue betont das Frau Dr. Temmen an der Waldorfschule Düsseldorf mit der Begrüßung eines jeden Schülers. Freundlich und harmonisch ist der Waldorf-Kosmos. Licht im Himmel, Licht in mir, Licht durch mich auf Erden hier. Ein Lernmodell fernab klassischer Lehrpläne. Ohne Schulbücher, ohne Noten bis Klasse 10, ohne Sitzenbleiben, ohne Leistungsdruck. Dafür Gesang und Bewegung. Und spielerisch lesen und schreiben lernen. Wie aktuell ist die Waldorfpädagogik in einer Gesellschaft, die immer schneller wird, in der vor allem Leistung und messbarer Erfolg zählen? Also man könnte vielleicht sagen, dass an Waldorfschulen eine Pädagogik der Entschleunigung praktiziert wird. Und es gibt immer mehr Eltern aus den gebildeten Schichten, an denen es wichtig ist, dass man sich selbst verwirklichen kann. Und es sind Eltern, bei denen es nicht primär darauf ankommt, dass das Kind später große materielle Karriere macht. Um nichts anderes ging es Rudolf Steiner schon vor rund 100 Jahren. Als Sohn eines Eisenbahners wuchs er hinein in eine industrialisierte Welt. Verängstigt suchten viele schon damals ein Zurück zur Natur. Inspiriert auch durch populäre esoterische Strömungen, gründete Steiner die Anthroposophie, die den Menschen im Einklang mit Natur und Kosmos sieht. Er wurde zur Galionsfigur der lebensreformerischen Bewegung. Seine, wie er schreibt, rege Kommunikation mit höheren Welten inspirierte ihn zu rund 300 Büchern über zum Beispiel Reinkarnation oder höhere Sphären. Das schadet seinem Ruf bis heute. Weil Steiner mit wissenschaftlichem Anspruch eine religiöse Welt präsentiert. Da liegt sozusagen der Skandal der Anthroposophie. Deswegen wird auch die Anthroposophie von vielen meiner Fachkollegen nicht ernst genommen. Die Rezeption der Waldorfpädagogik in der Erziehungswissenschaft verkürzt so darstellen: gelingende Praxis beeindruckt, dubiose Theorie schreckt ab. Für die Kinder der Arbeiter der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik gründete Steiner 1919 die erste Waldorfschule. Mit heute über 200 Schulen in Deutschland und 1000 weltweit entwickelte sich die Waldorfpädagogik zu einem der erfolgreichsten reformpädagogischen Projekte. Und längst nicht mehr alle Lehrer sind heute dem Meister hörig ergeben. Rudolf Steiner hat gesagt, die Wirksamkeit seiner Ideen muss sich an der Realität messen lassen. Das heißt, wir können als Lehrer nur dann erfolgreich uns auf die Schulter klopfen, wenn unsere Schüler auch im Leben bestehen können. Das vermitteln die Waldorfschulen mit einem ganzheitlichen Ansatz. Ob in Mathematik, Musik oder Werken. Waldorfschüler lernen mit Kopf, Herz und Hand. Im Landbau zum Beispiel gehen sie respektvoll mit der Natur um. Nachhaltigkeit ist hier nicht nur ein Modewort. Die Vermittlung von Fachwissen kann dabei allerdings zu kurz kommen. Die Abschlüsse werden von der staatlichen Schule diktiert und Waldorfschüler nehmen dann oft wahr, dass sie gewisse Kenntnisse noch nicht erreicht haben, die an Regelschulen gefordert werden. Etwa im Übergang zur 5. Klasse, aber auch später, immer kurz vor den Abschlüssen, Realschulabschluss, Abitur. Von daher erkläre ich mir den hohen Anteil an Nachhilfestunden an Waldorfschulen. Die ehemalige Waldorfschülerin Eva Gronbach sieht das gelassen. Mit ihren innovativen Kleiderkollektionen ist sie ein Star der jungen Modeszene. Die Waldorferziehung hat ihrer Karriere geholfen. Die ersten 10, 11, 12 Schuljahre, dass die geprägt sind ohne Druck, ohne Notendruck, die haben mich sehr, sehr selbstbewusst gemacht in dem Beurteilen meines eigenen Könnens oder Nichtkönnens. Das heißt, wenn ich heute als Designerin und als Visionärin neue Wege gehen will, dann
ist es sehr hilfreich, dass ich mich frei mache im Prinzip von dem Urteil der anderen. Und wenn ich heute sehe, wir haben dieses Jahr, haben wir 20 Jahre Abi-Treffen. Wenn ich heute sehe, wo die Leute gelandet sind, die sind Staatsanwälte, die sind Lehrer, die sind Top-Journalisten. Eurythmie. Die Jugendlichen setzen Sprache und Musik in Bewegung um. Steiners Ideen verstehen oft nur Eingeweihte. Andererseits öffnen sich viele Schulen heute auch der modernen Welt. Und vielleicht ist das ja durchaus im Sinne von Steiner. Das, wie der seine Tücher getragen hat, seine Anzüge, war extrem Fashion. Und das, was daraus interpretiert wurde, wieder, wie die Leute das festgehalten haben, über fast mehr als 100 Jahre, wird ihm überhaupt nicht gerecht. Und ich finde, Steiner sollte sehr modern, überarbeitet, heute neu interpretiert werden. Welche Schulform letztlich den Kindern einen besseren Start in ein glückliches Leben ermöglicht, bleibt Überzeugungssache der Eltern. Am Freitag senden unsere Radiokollegen von WDR 5 einen Thementag zu Rudolf Steiner. Im Morgenecho dreht es sich dann auch um die steinersche Pädagogik.